Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner Gameplay. Und mit dabei, ihr seht schon, da vorne fährt er, der Beta. Hallo an dich. Hallo an dich. Und ja, ihr seht's, wir sind hier groß unterwegs. Das hat jetzt jeder von uns, was haben wir mit? 5700 Liter hat jeder von uns. Und ihr seht's unten, ich habe jetzt 10 Gänge. Ich habe immer gesagt, mein Getriebe hat auch seine Vorteile und mein Getriebe ist gar nicht so schlecht und alles gelogen. Alles gelogen. Stimmt alles nicht. Das Ding an Getriebe ist vorteilhafter. In jedem Punkt. Einfach besser. Beta hat die ganze Zeit recht gehabt. So, jetzt ist genieße, es aus. Ich genieße es einfach. Ich sag nichts dazu. Er ist halt einfach, ja, das ist halt krass. Ich weiß nicht, warum das bei mir das eine Mal nicht so war, aber es ist auf jeden Fall... Uiuiui. Ihr habt es in der letzten Folge schon gesehen, da habe ich da... Ja, habe ich mal gezeigt, wie man einen Goliath innerhalb von 30 Sekunden komplett Totalschaden macht. Und wie hoch so ein Goliath fliegen kann. Ich hab's noch nicht gesehen. Ne, Beta hat's noch nicht gesehen, weil eigentlich war es die letzte Aufnahme, die wir vor ein paar Minuten gemacht haben. Und Beta war nicht direkt hinter mir. Das erzähle ich euch, das. Ihr wisst das ja eh, weil ihr habt's ja schon gesehen. Aber ja, irgendwie ist das jetzt auch so der letzte Auftrag auf dieser Map. Also, ja, wir haben noch ein paar kleinere Sachen, aber davon können wir manche nicht machen, weil uns halt einmal der Sand verloren gegangen ist. Der ist hinterher doch nicht wieder da gewesen. Und so die ganz kleinen Sachen machen wir dann einfach mal so, aber das lohnt sich jetzt nicht, zu zweit hintereinander zu fahren und da groß irgendwas zu machen, nur um einen LKW mal abzuschleppen. Werden wir dann einfach mal so nebenbei machen. Genauso wie wahrscheinlich die Map aufräumen. Außer ihr wollt es natürlich unbedingt sehen, dann schreibt es in die Kommentare. Dann gibt es da vielleicht noch Bonus-Content. Ja, vielleicht, ja. Ja, das, ja, ja, genau. Aber so im Großen und Ganzen, zumindest der, sagen wir mal, der letzte große Auftrag. Vielleicht fällt uns nochmal das ein oder andere Witzige ein, was man hier machen kann. Na gucken, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Aber was würdest du denn jetzt zur Season 9 sagen, zu den beiden Maps und den LKWs und allgemein? Na, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, das Szenario ist ziemlich gut umgesetzt, würde ich sagen. Von der Aufmachung her. Also auch grafisch, sage ich mal. Und die Soundkulisse, die uns am Anfang ja so weggehauen hat, ist immer noch was. Das ist zwar auf der zweiten Map jetzt nicht ganz so extrem, weil irgendwie der obere rechte, nee, obere linke Bereich nicht so integriert ist in die Hauptmission, finde ich zumindest. Ja, man war ziemlich wenig da tatsächlich, ja. Ja, also jetzt hier halt der letzte Auftrag, wo man jetzt nochmal in die Fabrik fährt, aber sonst hat man da bis auf das Upgrade am Anfang halt nichts gemacht. Und auch links oben dieses Camp, ich war halt da einmal bloß, um dann aus Spaß die Klippe runterzufallen. Warte, jetzt muss ich auf die Karte gehen. Links oben das Camp. Ja, da ist irgendwie über der Fabrik. Ah, hilft den Dorfbewohnern 3, da war ich glaube ich noch nicht einmal. Ja, du musst irgendwie da nur in zwei Nebenmissionen irgendwie einen LKW hinbringen oder so, aber ansonsten ist da halt nichts. Ist halt ein bisschen schade, dass die Karte zwar so groß ist, aber halt der Teil da nicht genutzt wird. Ja, stimmt, wir sind eigentlich immer so von dem einen Lagerhaus vielleicht mal zum Steinbruch, ne?
Ja, der Steinbruch war das Maximum und dann halt diese Reihe von Wassertürmen da reparieren. Aber ansonsten bist du nicht in dieses Lager da rumgefahren, das komische Suchen mit dem Modul, was war noch einmal da oben links, aber auch nicht bis ins Camp rein. Ja, das ist halt die Nebenmission, die wir nicht machen, aber ansonsten. Ja, da haben wir auf der ersten Map, stimmt, da sind wir wirklich eigentlich in jedem Winkel gewesen, ne? So gut wie, ja. Muss es halt selbst mit einer Hauptmission halt unten links zu diesem komischen Lagerhaus, wo das Gold und die Schienen lagen. Da musstest du eigentlich wirklich überall hin. Aber gut. Wie gesagt, wenn man jetzt hier schon wieder durch den verbrannten Wald fährt und das Knistern hört, ist schon geil gemacht. Ja. Ja, aber ich denke mal, wenn's hier die ganze Karte mit verbrannten Wald wäre, auch zu viel. Ja. Man hätte es vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte packen können. Das ist so wie auf der ersten Map, dass man ein paar Mal öfter durchfährt. Ich glaube, ich sollte mal den LKW reparieren. Oh. Ja. Vielleicht hat die Feuerwehr noch genug, dass ich ein bisschen reparieren kann. Was ein Zehngang-Getriebe jetzt das zuschlägt. Vielleicht. Ja, okay. Viel habe ich nicht mehr. Aber einen Tank kann ich reparieren und 12 Federungen kann ich wieder herstellen. Ich fahre mal die Feuerwehr hier aus dem Weg. Ich habe irgendwie gar keine Reparaturteile auf dem Goliath. Nee, hatte man aber nie. Also den Ersatzrad halt, ne? Ja. Ist mir auch noch nie so stark aufgefallen, muss ich zugeben. Na gut, wenn du halt 300 Meter fährst und die komplette Federung durch ist, dann... So, was ist dein Fazit? Ja, ich hätte es cool gefunden, wenn so generell an manchen Stellen... Ja, zum Beispiel so die Straße in der letzten Mission... vielleicht hinterher wieder heile wäre. Nachdem man so den Sand abgeliefert hat und... Ja, das war ja auch diese eine Mission da, Trockenlegung in dem Dorf, ne? Wo wir Rohre hingebracht haben zu der... Und dann halt auch nichts passiert ist. Ja. Und für die Brücke, dass sie da wieder... ganz ist oder so. Also, ja, man könnte die Map, denke ich mal, vielleicht noch ein bisschen interaktiver quasi so gestalten. Wäre, denke ich mal, ganz cool. Ja, und was mich wirklich so ein bisschen, also ich meine, ist jetzt nicht, wir können die eine Nebenmission halt nicht machen, ist jetzt kein riesen Weltuntergang, aber wenn uns das jetzt, wenn wir die schon gemacht hätten und uns das dann passiert wäre, hätten wir halt mal die Hauptmission nicht abschließen können, ja. Genau, also das wäre schon, also mit dem begrenzten Ja schön und gut. Aber ich denke mal, es sollte irgendwo auf der Map mindestens ein Lagerhaus geben, wo es jeden Gegenstand, also muss ja nicht in einem Lagerhaus sein, aber dass jeder Gegenstand irgendwie unendlos da ist, um eben solchen Fehlern so ein bisschen vorzubeugen. Das wäre noch ganz cool, weil, also den kriegen wir halt einfach nicht wieder und das wird auch nicht möglich sein. Der ist einfach weg. Entschuldigung. Kein Vorwurf gegen dich, das hätte mir genauso gut passieren können. Das ist halt. Ist halt ein Spielfehler. Gut, wenn man jetzt vielleicht den Support anschreibt oder irgendwie was Riesenaufwand betreibt, vielleicht würde es dann gehen, aber ja,
Würde ich jetzt, glaube ich, nicht wegen zweimal Sand machen. Ich komme hier gar nicht wieder raus gerade. Hier steht noch der Scout von ganz am Anfang. Erste oder zweite Folge. Mit dem du das Upgrade geholt hast, ne? Ja. Ah, der hat doch Reparaturen, ne? Truckwechsel. Könnte. Reparieren? Jawohl. Und der Kreis schließt sich. Hatte es einen Sinn, ihn damals hier stehen zu lassen? Wurde alles auf diesen einen Moment vorbereitet? Was ich auf jeden Fall auch sehr schön fand, ist die Feuerwehr. Die fand ich sehr gut umgesetzt. Und gut integriert ins Spiel. Ja, also das, in dem. Das auf jeden Fall. Also ja, klar, also da gibt es auch wieder so ein paar Sachen, wo man sagen kann, hätte man besser machen können. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also wenn man jetzt sagt, man kann halt normalerweise keinen Anhänger dranhängen. Und ja, man hält vielleicht du hattest letztens irgendeinen LKW, der hat ein richtiges Martinshorn. Ja, diesen Mini-Pickup da, ja. Ne, das hätte man vielleicht auch noch integrieren können. Aber sonst, also, wie gesagt, wirklich Kleinigkeiten. Aber sonst fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, da hätte man bei dem was besser machen können. Von der Geschwindigkeit, klar, ist der nicht so schnell wie der Goliath und so, aber das sind ja... Mod-LKWs sind generell schneller, also ist kein wirklicher Kritikpunkt. Ich finde, obwohl er langsamer war, hat er Spaß gemacht. Und was auch schön ist, dass man den auch so noch weiter nutzen kann, ne? Genau, dass es nicht nur ein LKW jetzt für einen Auftrag ist oder für eine spezielle Fracht, sondern dass du halt auch einen Kran machen kannst, Ladefläche und den normal fahren kannst. Da könnte man vielleicht mal gucken, ob man langfristig für den nochmal ein anderes Getriebe findet. Oder ob es den vielleicht gemoddet gibt oder so. Das könnte ich mir stark vorstellen. Den gemoddet, ist ein bisschen schneller, ist vielleicht noch mehr Aufbauten hat, ähnlich wie der Goliath. Aber er hat halt schon viele Aufbauten, also. Nicht zu vergleichen mit diesem riesen Caterpillar, den es auf irgendeiner Map mal gab, den du wirklich nur da benutzen kannst, ne? Genau, wo du einen Anhänger in einer Mission ankoppeln kannst. Und das war's dann. Oder auch die Traktoren quasi von irgendeiner anderen Karte, wo man ganze Felder bestellen konnte, musste. Ja, aber da konntest du ja die Traktoren auch, oder musstest du ja sehr vielfältig einsetzen mit den verschiedenen landwirtschaftlichen Aufsätzen. So, jetzt habe ich ein Schild in meinem Anhänger stecken. Wir brauchen jetzt ja nur noch 6300. Ja, reicht, wenn wir beide mit dem normalen Auflieger fahren, ne? Ja, aber meiner wird gerade von einem Schild festgehalten. Okay. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall auch wieder auf dem Weg zum Nachschub holen. Ich muss da ein bisschen rangieren. Rückschild. Das hat mich ganz schön Zeit gekostet, das Rangieren. Aber sowas eben auch. Also, ich fand das ist halt auch cool gemacht, ne, dass man enger ist und so.
Uiuiui. Ja, du hast eine autonome Winde. Nee, ich bin nicht umgekippt. Ich bin nur im Sommer Ski gefahren mit dem Goyard. Hä? Was denn? Ja, mein Anhänger ist halt total broken. Steckt doch gar kein Schild mehr drin, oder? Sie doch gerade weggezogen. Warum ist deiner eigentlich so anfällig für Schilder? Das habe ich noch. Also ich habe zwar auch schon mal welche im Goya drinstecken gehabt, aber nicht so extrem wie mit deinem. Frag nicht. Aber du hattest es ja mit meinem auch, oder? Ja, ja. Es muss irgendeine Konfigurationskombination sein. Ich hoffe, dass es nicht am Getriebe liegt. Ja, das wäre so das Einfachste, ne? Aber vielleicht auch irgendwie das Getriebe mit den und den Reifen oder was weiß ich. Ja, aber sonst steckt sie halt immer im Goya drin. Jetzt steckt das Schild halt im Anhänger. Okay. Wir müssen zum großen Wasserturm, ne? Ja. Ja, dann muss ich halt den anderen Anhänger fahren. Dann musst du doch weiter Doppelhänger fahren. Ja. Der steht. Was? Ganz, der steht an der am Fabrikgelände. War in der Feuerwehr noch was drin? Weiß ich nicht. Ja, 600. Soll ich deinen Anhänger einfach mal anhängen? Ja, probier du mal meinen Anhänger. Also, wir kennen ja SnowRunner. Vielleicht. Ich bin jetzt auch gerade nicht in der Nähe, vielleicht ist es jetzt auch einfach dann wieder weg oder so. Ja, du bist doch hier auch im LKW, oder nicht? Ne, ich bin gerade in der Feuerwehr. So. Der LKW sich gerade bewegt hat. Ja, ich kann deinen Anhänger ganz normal ziehen. Also meiner steht da. Okay. Ah, hier müssen wir noch gar nicht rein. Müssen wir noch viel weiter fahren. Ja, Schild ist halt irgendwo dann, war bei mir im Hänger schon drin, also im Tank sozusagen reingebackt. Klemmt er erst unten drunter? Und dann durchs Hin- und Herziehen ist es dann immer weiter nach oben und dann im Tank verschwunden sozusagen. Und bist du durch die Boden, durch die Senke da gefahren und hat sich der Anhänger abgekoppelt, weil er einfach instant stehen geblieben ist. Ja, also kannst du jetzt rein theoretisch meinen Hänger nehmen, müsste ja dann hoffentlich gehen. Ja, ich fahre jetzt hier noch kurz die Feuerwehr zum. Fertig. Dann brauchen wir jetzt doch bloß noch jeweils einen Auflieger. Der Auflieger hätte ja vorher auch schon gereicht. Jetzt wird halt auch der Hänger reichen, beziehungsweise jetzt wären halt mit dem Hänger 200 Liter zu wenig nur noch. Das wäre halt richtig ärgerlich.
Aber ja, jetzt müsste der Auflieger auch gehen. Guck mal, bist du schon mal hier lang gefahren, wo ich jetzt fahre? Aber wie bist du da immer hingekommen? Fahr mal unten rum. Okay. Oh. Ah, Anhänger im Abgang. Und ich muss auch sagen, eigentlich waren es auch gar nicht viele Bugs, die wir jetzt hier wirklich hatten, ne? Ja, halt die üblichen SnowRunner-Multiplayer-Sachen. Ja, aber selbst davon... Random, ja, die Random Disconnects, die wir am Anfang hatten, waren weniger auf alle Fälle. Wenn man sich zurückerinnert, wo dann einfach mitten in der Mission oder irgendwas machen halt die Verbindung abgebrochen ist. Also das ist auf jeden Fall weniger geworden. Aber gut, ich weiß auch nicht, wie war das denn hier 2 Pass? Den habe ich, also ich habe ihn ja, aber ich habe ihn ja nicht gespielt. Wie ist das da? Beziehungsweise den hast du wahrscheinlich auch nicht so multiplayer-technisch getestet, ne? Ne, der Multiplayer ist jetzt nicht map-abhängig. Also. Ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt sagt, wir hatten dieses Problem immer in der Basisversion quasi, die ja auch am ältesten ist. Warte, lass mich erst einmal kurz. Ich hab meinen Hänger abgekuppelt. Aus Versehen. Gib mich doch hier nicht aus der Wasserstelle raus, Mensch. Aber wo bist du denn jetzt gerade hergekommen? Ja, von hinterm Wassertank. Von hinterm Wasserturm, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es tropft sehr, oder was? Mhm. Das ist äußerst flüssig. Also ich mochte den Goliath ja vorher schon, ne? Aber jetzt so? Meine Güte, ist der toll. Ja, müssen wir mal für den... Für hier 10 müssen wir mal gucken. Was? Weil wieder alles mit dem... Na, du kannst ja nicht alles mit dem Goliath immer schnell, schnell machen. Das ist ja keine Herausforderung. Ja, vielleicht finden wir ja noch schöne LKWs. Können ja auf jeden Fall weitergucken. Ja, sind vom Goliath schon ganz schön verwöhnt und haben ihn jetzt auf jeden Fall oft gemacht. Also wir können auf jeden Fall sagen, es ist unser Lieblings-LKW. Das auf alle Fälle, ja. Weil es halt so schön leicht ist damit. Ja. Und man so schöne Gespanne fahren kann wie Doppelhänger. Ohne Probleme. Ja. Anhängerabgang. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne hättet, was wir mal fahren. Vielleicht kennt ihr ja auch noch irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. Also, modtechnisch hinsichtlich. Also auf alle Fälle die neuen LKWs, die dann mit ins Spiel kommen, müssen wir mindestens einmal probieren. Ja, das auf jeden Fall. Aber das haben wir ja mit der Feuerwehr auch.
Ja, ich habe schon zwischendurch mal geguckt. Ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, dass hier 10 schon draußen ist, bei dem, was es alles an Videos gibt. Dazu schon. Das ist halt über die Public Tests, aber kommst du ja schon ran. Wo gibt's die denn? Echt ja, ein anderes Mal. Ja, das musst du mir vielleicht mal. Das war mir auf jeden Fall nicht bekannt. Uiuiuiuiui. Also der ist auf jeden Fall echt rutschig da mit der Goliath. Ey, das erste Mal in SnowRunner, dass ich dich einhole. Warum lässt du den Hänger hier stehen? Muss mal kurz reparieren. Ah, okay, das könnte ich glaube ich auch tun. Tank schon wieder kaputt, Federung schon wieder kaputt. Ja, wir haben ja eine Reparatur-Docking-Station sozusagen. Gibt's auch Sprit? Ja, der hat auch Sprit drin. Ja, dann kann ich mich ja sogar daneben stellen, muss ich noch nicht mal anhängen. Könntest du auch aufhören, mich noch kaputter zu machen, als ich schon bin. Sind da genug Ersatzteile drin oder ist das schon nicht mehr? Ja, jetzt nicht mehr. Viel Spaß. High Range. Warum referierst du mich nicht gleich mit? Ito. Kannst du selber machen. Du bist in mich reingefahren, hast mir nochmal 2 Motorschaden gemacht. Deshalb nicht. Alter, 27 Ersatzteile von 2000. Ernsthaft? Das bringt ja gerade so wie, dass mein Tank nicht mehr tropft. Neben steht noch ein Ford, der hat glaube ich auch noch Ersatzteile. Ja, hat er. Auch der ist jetzt gleich leer. Ja, man muss ja alles aufbrauchen. Reicht ja aus dem Liter Spritz und auch fast weg. Wie oft hast du den denn schon benutzt? Heute 4-mal oder so. Ja, gut, ey komm, probiert. Aber 2,5 davon war wegen dir. Ja, das ist auch eigentlich wieder was wir ganz am Anfang der Map bei der nächsten Map dann wieder machen müssen. Anhänger verteilen. Muss mal gucken, wie die aufgebaut ist und wo du was findest. Aber dadurch, dass du auf beiden Karten angeblich eine Werkstatt hast, sollte das jetzt nicht so schlimm sein. Das hört sich schon mal gut an für 10-Gang-Getriebe und Goliath. Ja, und vom Umfang her soll es ja auch ungefähr wieder so sein wie die jetzt hier, ne? Von der Größe der Karte her ja. Aber es soll halt noch mehr wirken. Also noch dichter. Aber das werden wir dann sehen, wenn es raus ist. Ja, vielleicht auch mehr Aufträge. Obwohl auftragsmäßig ist es jetzt ja eigentlich echt gut gewesen. Also ich meine, wir haben jetzt die Map jetzt hier ja quasi kurz vor Release der neuen fertig. Also wenn man es halbwegs normal spielt,
kommt man damit ja auf jeden Fall hin. So, ich habe abgeliefert. Ich bin auch fast da. Nein, ich schalte nicht runter. Ich fress mich durch den Matsch. Diese Holzbalken, die hier so angeglüht sind, die sehen auch vielleicht aus wie... Es könnte auch was anderes sein als Holz. Ja, wieso? Da musst du mal gucken, jetzt da rechts in dem Haus. Oben das Dach, diese Dachbalken, die da sind. Ja. Also ja, es sieht aus wie glühendes Holz, aber es könnte auch was anderes sein. Was hast du im Kopf? Oh, sag ich jetzt nicht im Video. Okay. Ja, vielleicht wisst ihr, was Peter meint. Ich werde es, glaube ich, gleich erfahren und dann, ja, weiß ich es auch. Ich komme nicht drauf, was du meinst. Jawohl. Und damit haben wir den letzten Auftrag abgeschlossen. Nochmal kurz hier gucken. Feuerwehr, alles abgeschlossen. Da alles abgeschlossen. Und da alles abgeschlossen. Ja, das sind halt die kleinen Aufträge, die wir noch haben. Aber wir haben alles. Müssten wir doch eigentlich auch... Genau, da. Regionaler Fortschritt, Feuer gelöscht, Evakuierung durchgeführt und die Infrastruktur wiederhergestellt. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video, oder nicht nur das Video, sondern diese ganze Videoreihe. Dankeschön an dich, Peter, dass du das mitgemacht hast. Und dann würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Season, je nachdem. Lasst ein Abo da, dann verpasst das nicht. Tschüss! Ciao, ciao!